Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Während andere schon im sogenannten Zeitalter der Information sind, arbeiten wir daran, als erste Nation auf den Mond zu fliegen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird oder ob andere da auch schon bei sind. Wir vergleichen mal, wie eigentlich die verschiedenen Länder dastehen. Die Deutschen und die Perser sind im Zeitalter der Information, alle anderen noch im Zeitalter der Raketen. Und insofern kann es durchaus sein, dass da schon jemand das Ganze versucht. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die ersten Gebäude hier in diese Richtung gebaut haben, die ersten Raumfahrtzentren. Okay, für uns gibt es tatsächlich vorerst nichts weiter zu tun. Wir haben das letzte Mal alles erledigt und können mit gutem Gewissen die Runde beenden und schauen, was und ob der Gegner etwas unternimmt an den verschiedenen Fronten. Uiuiuiui, da kommt eine... Oh mein Gott, okay. Okay, die Perser sind ein Problem. So, was haben wir hier? Eine Innovation, garantierte Arbeitsplätze. Der kommunistische Staat von Wallonien verspricht seinen Bürgern kein einfaches Leben. Was er allerdings verspricht, ist einen Weg für alle, sich durch harte Arbeit zu bereichern. Also so würde ich das niemals formulieren. Der Staat kommt für alle anderen Bedürfnisse derer auf, die das annehmen. Okay, Fabriken bringen plus 4 Ideologie. Na toll. ja, das nehmen wir aber, weil das Vermögen benötigen wir auch nicht zwingend. Aber was wir hier tatsächlich sehen, ist zum ersten Mal eine echte Bedrohung für uns. Denn die Perser rücken hier nicht nur mit einer Armee an, die auch einen Hubschrauber dabei hat, sondern mit gleich insgesamt 3 Armeen. Und die werden wir mit unserer kleinen Truppe hier nicht einfach besiegen können. Insofern müssen wir hier erstmal zurück nach Wolgast. Von hier können wir noch einen Hauptstadtangriff auf diesen blöden Ballon machen. Und in Wolgast stehen zumindest ein paar zusätzliche Verteidiger. Es sind nicht viele. 3 Stadtmilizen zur Verfügung. Aber besser als nichts. Wow. Ja, die Perser sind, glaube ich, auch die fortschrittlichsten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie die stärksten sind. Im Moment macht es den Eindruck. Gut, versuchen wir hier standzuhalten. Warte mal. Unser General ist ein 7er. Ja, ich denke, der wird noch ausreichen. Der Entdecker ist natürlich eine Schwachstelle. Kann man fast sich überlegen, ob man versucht, hier mit Kriegsführung über Freiwillige hier noch zu helfen. Wir haben jetzt auch 400. Wir könnten auch Tapferkeit wählen. Aber ich denke, wir machen das lieber. Wir nehmen mal den Entdecker raus. Was kriegen wir bei Freiwillige? Bei Freiwillige kommt ein Sturmgewehr. Das können wir gut gebrauchen, denke ich. Das ist aber nicht diese Maschinenpistole. Das ist noch eine andere Einheit. Ja, ich nehme mal den Entdecker hier raus. Der kann von diesem Ballon jetzt einfach mal töten. Das brauchen wir uns auch nicht angucken. Und dann nutzen wir das, über Freiwillige hier diese Armee noch etwas zu verstärken. Wie gut ist denn das Sturmgewehr? Angriff 36, Verteidigung 51. Was kann der Entdecker? Ja, der ist gar nicht so viel schlechter. Okay, wow. Gut, aber der hat, glaube ich, eine höhere Moral, ne? Der hat nur 20 und der hat 40. Und er wird natürlich auch besser. Wenn er dann befördert ist. Das darf man auch nicht vergessen. Puh. Also wenn die... Naja, gut. Na, mal sehen. Was sollen wir machen? Wir könnten Verstärkung aus Uelzen schicken. Die marschieren aber im Moment noch nicht voran. Lassen wir das also erstmal. Okay, wir gehen erstmal wieder die Armeen durch, würde ich sagen. Vielleicht beginnen wir mal mit unserer Flotte, die inzwischen genesen ist und hoffentlich jetzt in der Lage ist, hier die Feindflotte zu besiegen. Sie werfen wieder mit ihren... Ich weiß nicht, was sie da werfen. Äxten oder so? So, wir wünschen uns Fokusfeuer. Aber das erfolgt mal wieder gar nicht. Wie sie sich schön abwechseln.
Na, immerhin. Okay, wir haben es geschafft. Ein Schiff erledigt, das andere wird dann im nächsten Kampf folgen. Ein erster Erfolg. Gut. Hier marschieren wir weiter voran. Und werden die hier erledigen. Das brauchen wir uns nicht angucken. Das ist eine simple Sache. Die Frage ist, ob wir nicht hier auf Gewaltmarsch gehen. Um unsere Kriegspunkte jetzt auch schön richtig auszunutzen. Die Armee ist ja gut dabei. Ich weiß bloß nicht, wo hier die Stadt sich befindet. Aha, da befindet sie sich. Wir gehen jetzt noch nicht ran, um den Hauptstadtangriff nicht abzubekommen. Aber 36 ist das möglicherweise sogar die Hauptstadt. Die ist natürlich ordentlich. Hat der Gegner da keine Verteidigung? 6 Stadtmilizen. Da käme man wahrscheinlich sogar mit dem Angriff klar. Ah, unentschieden, aber nur leichter Schaden. Könnte man also auch mit der einen Armee hinbekommen. Das ist erfreulich. So, auch hier. Jetzt haben wir schon 2 Panzer und so weiter. Eieieiei. Ich würde sagen, wir machen trotzdem den ersten Angriff. Aber wenn der Gegner dann zurückschlägt, wird es unangenehm. Vielleicht können wir mit Gewaltmarsch uns einfach in Sicherheit bringen. Wir machen mal diesen Angriff hier. Trotz des neuen Generals. Also wir sehen, die Kriege werden jetzt heftiger. Auch wenn wir die Hauptstadt haben, die Gegner graden jetzt sukzessive ab. Oh mein Gott, und wir haben sogar einen Verlust. Verdammt. Okay, das ist unglücklich verlaufen jetzt. Das ist nicht gut verlaufen. Ja, gut, den können wir natürlich durch den ersetzen. Aber wir müssen jetzt hier verschwinden. Wenn die angreifen, könnten die uns sogar richtig erledigen. Insofern werden wir hier nochmal den Gewaltmarsch machen und hier zu dieser Einheit aufrücken. Puh. Okay, wow. Es wird kniffliger. Es wird kniffliger. Hier greifen wir weiterhin auch Spaß an. Und na gut, wartet mal. Wir hätten, obwohl, ja, nee. Es gibt hier eigentlich keine Feindarmee in Küstennähe, wo wir noch irgendwie ein bisschen Ärger machen könnten. Das ist schon in Ordnung. Gut, dann gucken wir uns jetzt die Situation in und um Berlin an. Denn natürlich wollen wir eigentlich auch hier weiter vorrücken. Die Frage ist, welches Ziel? Dortmund oder da oben? Vor allem müssten wir natürlich irgendwie gut dabei sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Und die sind alle zu angeschlagen. Hier machen wir Schlachtfeldmedizin. In beiden Fällen. Während die Armee sich irgendwie in Berlin selber dann heilen kann. Ja. Und dann ziehen wir hier zusammen entlang und entscheiden, ob wir dahin gehen oder dahin gehen. Das dürfte ausreichen. So, ist es nach wie vor sinnvoll, den nach Japan zu schicken? Ja, komm, wir versuchen es. Wir versuchen es weiter. Ein Händler ist hier jetzt freigesetzt. So, dann müssen wir uns überlegen, wo wir den hinschicken. Da haben wir einen Händler. Da haben wir auch einen Händler. Dann kommt der jetzt nach Neukölln. Und wir haben inaktive Regionen. Das Stromnetz in Neulandenburg ist gebaut worden. Sehr gut. Das gibt uns dort viele, viele, viele Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage. Unruhe ist erstmal hier kein Problem. Ist die Frage, ob wir uns hier jetzt mal eine Hochgeschwindigkeitsautobahn gönnen oder lieber nicht. Nee, ich glaube erstmal lieber nicht, weil wir sehr viel Stahlfabriken hier noch bauen wollen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir unsere ganze Energie dafür jetzt verwenden. 17,8 ist schon ordentlich.
Machen wir aber nicht. Auch hier gehen wir aufs Raumfahrtzentrum, oder? Vielleicht noch den... Aber ich glaube, es gibt keine relevanten Flotten mehr. Was macht eigentlich das U-Boot? Okay, ist einfach noch eine bessere Angriffseinheit. Okay, gegen... Ah ja, gegen Schlachtschiffe ist das U-Boot besonders gut. Wir haben aber als Gegner keine Schlachtschiffe. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Deswegen lassen wir das. Die Aufwertung bringt uns 15 Produktion. Das ist natürlich auch hilfreich. Aber nee, wir machen die 4 Runden. Zum Raumfahrtzentrum. So, wir haben hier 129 Punkte. Das ist sehr anständig. Okay. Wir hatten gesagt, wir wollten hier in Neulandenburg. Wir können auf jeden Fall hier nochmal den Fischdampfer, weil wir hier noch ein bisschen wachsen wollen. Mache ich das sogar doppelt. Strom haben wir ja genug. Sind wir 184%. Ist ja super. So, hier werden wir uns auch das Apartmentgebäude gönnen. Sind wir bei 200% und die Stadt kann wieder ordentlich wachsen. Ja, 142% Strom. Mhm. Wir hatten gesagt, dass wir hier, wartet mal, wir haben jetzt hier zwei, dass wir hier noch eine tiefe Mine machen wollten. Und das geht jetzt schon nicht mehr. Dann lasse ich mich erinnern. Ich hoffe, ich denke dran. Und dann machen wir mit dem Stahlwerk dort weiter. Ja, mehr ist dann auch nicht möglich. Kaffeehaus. Na, da brauchen wir Tee und Kaffee und leider nicht. Was ist eigentlich ein Ölbrunnen? Ach so, aber da brauchen wir halt eine Erdölquelle. Ja. Merkwürdigerweise habe ich nirgendwo eine Erdölquelle. Vielleicht brauche ich eine andere Technologie, um die freizulegen. Das wäre schon hilfreich für das ganze Stromthema, nicht wahr? Genau, könnten wir wunderbar Erdöl in Energie umwandeln, aber ist irgendwie nicht drin. Na gut, es ist, wie es ist. So, dann Kriegsführung haben wir genug ausgegeben. Das ist soweit okay. Ingenieurpunkte sparen wir lieber, das ist mir wichtiger. Und wir... Halt, eine Sache kann man sich überlegen. Wir haben hier in Zwickau eine Stadt weniger. Man könnte über einen Außenposten wieder Gelände gewinnen. Zum Beispiel, indem wir hier einplatzieren und dann mit der Kulturkraft das integrieren. Aber vielleicht ist jetzt bei der Kulturkraft es wieder wichtig, Einheiten zu bekommen. Weil wir haben Probleme. Insofern gehen wir das nicht an. Beenden stattdessen die Runde. Und schauen, ob die Perser uns angreifen. Und wie wir dann dastehen werden. Ah, sie rücken jetzt stark auf. Oh, sie haben angegriffen, ja. Krass, aber sie greifen nicht doppelt an. Die Deutschen rücken dort auch auf. Rebellion. Die Vasallen haben sich aufgelehnt. Das zahlen wir. Das ist auch super wichtig, dass wir immer das Geld haben dafür. So, dann schauen wir uns jetzt mal die eine Schlacht an, die stattgefunden hat. Die Verteidigung von Wolgast. Ja, der Gegner mit seinem Hubschrauber. Fallschirmjäger sind das. Man sieht sie kaum hinter den Ballons. Ist eine Linieneinheit. Ah, kaputt gemacht, sehr schön. Okay, wir haben ein bisschen Glück, dass der Fallschirmjäger, der ist vor allem gut gegen Kavallerie und gepanzerte Einheiten. Wir haben beides nicht in der Verteidigungsarmee. Das ist hervorragend. Also das ist die Konterwaffe vor allem gegen Panzer dann. Spannend. Okay, ich tendiere dazu, auch jetzt nicht anzugreifen. Ist die Frage, ob wir wegen einer Einheit Schlachtfeldmedizin machen. Schadet uns ja eigentlich nicht, ne?
machen wir das. Wir kriegen ja keinen Abzug. Also warten wir hier die Angriffe weiter ab. Hier kommt sogar noch eine Armee als zusätzliche Verstärkung. Na gut. Okay, wir haben auch noch einen Stadtangriff hier raus. Das lohnt sich durchaus. Wir werden erinnert. Ja, ich weiß auch warum. Ich baue es mal gleich, damit ich es nachher nicht vergesse. Wir wollten hier ein tiefes Bergwerk haben, was ins Neulandenburg dann viermal Eisen bringt. Und die Möglichkeit, und das bauen wir dann auch hier, direkt noch einen Stahlausbeutungsbetrieb zu setzen. Da haben wir jetzt hier 6 von. Das ist schon krass. Ich glaube, Neulandenburg ist inzwischen die Stadt mit der höchsten Produktion. Ja, interessant. Vor allem wegen dieses Hinterlandes. Okay, aber wir bleiben mal bei den Armeen, würde ich sagen. Wir waren hier unten am Überlegen, ob wir Calgary angehen mit dieser Truppe. Leichter Schaden, schwerer Schaden. Ich würde sagen, wir riskieren es. Es wird ein Unentschieden, aber wir müssen einfach den Gegner so weit schwächen, dass wir in einem Angriff in der nächsten Runde die Stadt einnehmen können. Ah, die eine Einheit kriegen wir wohl nicht mehr, oder? Nee, aber das nächste Mal. Sehr schön, da ist noch eine überlebend. Das sollte das nächste Mal reichen. Okay, hier waren wir so ein bisschen auf dem Rückzug. Weil wir hier eine ziemlich gleichwertige Armee haben. Wenn wir angreifen würden, 90% unentschieden, 10% Sieg. Zwar schwerer Schaden beim Gegner, aber mit Sicherheit bei uns auch schwerer Schaden. Und ich würde sagen, das muss nicht sein. Insofern, es ist natürlich Gefahr, dass sie gegen Essen ziehen. Aber ich würde sagen, wir ziehen uns hier ein Stück weit zurück. Und werden zur Sicherheit hier die Kulturkraft beschleunigen. Und erneut Armeeaufstellen machen und hier Essen zum Ziel machen. Da haben wir hier schon mal eine kleine Sicherung zusätzlich zu der Stadtmiliz, die hier aus 5 Einheiten besteht, was gut ist. Das heißt, Essen kann verteidigt werden. Ja, für uns wäre natürlich echt dann jetzt tatsächlich die Hubschrauber auch relevant als Konter gegen die Panzer hier. Andererseits brauchen wir auch Energie. Na, mal sehen, was wir da... Noch haben wir nicht die Schwermaschinen, das ist das nächste Thema. So. Kleine Abwechslung, greifen wir mal hier an. Schön. Und dann halt, wollen wir jetzt endlich hoffentlich, sag mal, ist da ein neuer Kreuzer hinzugekommen? Die haben noch einen Kreuzer gebaut. Ja, ich sag mal Kreuzer, Zerstörer. Das ist aber egal, weil der andere wird auf jeden Fall auch zerstört werden. Hoffe ich doch, wenn die jetzt mal treffen würden und sich nicht... Ja, komm, noch. Jawohl. Nee, jetzt aber. Okay. Ah, leider nicht zerstört. Na gut. Unsere sind aber jetzt auch wieder hart angeschlagen. Müssen wir sehen, wie wir da weitermachen. So, hier bleiben wir in der Verteidigung. Okay, dann Berlin-Dortmund-Connection. Wie weit kommt ihr? Nicht so weit. Marschiert hier vor. Wir gucken mal, wir würden vor Dortmund kommen. Aber ich will den Hauptstadtangriff. Ich gehe erstmal hier hin. Da ist nur eine kleine Einheit.
Ein modernes Maschinengewehr. Das ist aber auch richtig stark. Okay. So. Mal sehen, vielleicht gehen wir auch wieder gemeinsam voran. So, du bleibst noch eine Runde da. Das ist in Ordnung. Du ziehst weiter. Ja, ich denke, du kannst da stehen bleiben. Irgendwo hatten wir hier noch diesen komischen Gesandten. In Essen, ihr verteidigt. Und das scheint es erstmal gewesen zu sein. Wir haben den Regierungskomplex in Wartenberg. Ja, Wartenberg ist so ein bisschen produktionsschwach. Stromnetz bringt im Moment nicht so viel, um ehrlich zu sein. Wartenberg soll auch nicht mehr unbedingt wachsen. Halt, die Hochgeschwindigkeitsautobahn würde hier wahrscheinlich besonders sinnvoll sein, weil wir hier eh keine Stahlproduktion haben können. Deswegen können wir das hier mal machen. Wir haben 11 und... Ja, sehr gut. Dann geben wir dem Ort auf diese Art und Weise nochmal ordentlich einen Produktionsschub. Das passt mir gut. Wir haben plus 70 noch über. Gut, ich glaube, wir gehen mal wieder nach Zwickau. Wir könnten hier jetzt ein bisschen... Ja, wir sind immer noch... In einer Runde haben wir erst den Strom, ja. Dann bauen wir hier schon mal eine weitere tiefe Mine. Die wollen wir auf jeden Fall nutzen. Das heißt, wir werden eine dieser Steinbrüche zerstören. Und bauen hier nochmal ein tiefes Bergwerk. Und das machen wir hier im Prinzip auch. Okay, und nächste Runde können wir ein bisschen weiter agieren, weil wir dann hier Strom auch haben. Soweit dazu. Genau, dann kann zum Beispiel der Hochofen weiterentwickelt werden. Gut, dann kriegen wir in der nächsten Runde auch mit, wie das mit dem Wettlauf ins All funktionieren könnte. Ich bin gespannt. Werden die Perser nochmal angreifen? Ja, sie greifen an. Ich glaube, es war sogar ein Doppelangriff. Und wir werden informiert, wie es funktioniert. Na, hervorragend. Du hast den Wettlauf ins All freigeschaltet. Du kannst links auf den Bereich von der Erde zum Mond klicken, um das Megaprojekt Wettlauf ins All aufzurufen. Der Wettlauf ins All hat mehrere Phasen, die durch die Leiste oben angezeigt werden. Die Auswahlmöglichkeiten auf der rechten Seite ermöglichen dir, deine Erfolgschance anzupassen zu einem Preis. Wähle Start, um eine Phase in Angriff zu nehmen. Wenn dein Versuch fehlschlägt, kannst du es in der nächsten Runde erneut versuchen. Die Führung beim Wettlauf ins All gewährt deine Fraktion Boni. Wenn du als Erster auf dem Mond landest, erhältst du sogar noch größere Belohnungen. Okay, klingt gut. Dann schauen wir mal. Aha, die Deutschen haben theoretisch auch schon was versucht. Oh, wir können hier... Ah, wir können diese Punkte sinnvoll einsetzen. Sehr schön. Da brauchen wir noch eine andere Technologie. Das sieht doch ganz gut aus. Also wir werden eine Agentur für Weltraumforschung finanzieren. Wir werden auch eine militärische Weltraumagentur finanzieren. Und... Ach so, das bringt uns minus 10%. Alles klar. Ja, 85% ist doch eine solide Chance. Starten wir das Ganze. Eieieiei, wie cool. Hey, es hat geklappt. Unser erfolgreicher Start hat die Theorie der Orbitalmechanik bewiesen. Wir haben die Technologie, um diese neue Grenze zu erreichen. Aha. Ja, großartig. So, das hat uns eine Menge Kultur gegeben. Okay, prima. Das ist ja schön. Sehr, sehr schön. Damit ist die nächste Kulturkraft auch bereit. Mal gucken, was wir damit machen. Wir gucken erst mit Schlachten an. Wolgast, Schlacht 1.
Unsere Verteidigung. Okay, das ist keine starke Angriffsarmee. Damit sollten unsere Truppen keine Probleme haben. Außer dieser Panzerwagen, das ist noch das Gefährlichste beim Gegner. So, das war die vollständige Vernichtung, aber es gab noch eine zweite Schlacht. Wie etwas angeschaut. Okay, das ist ja auch nichts Tolles. Okay, gut. Das war simpel. Gab es noch eine dritte Schlacht? Oh ja, alles klar. Tatsächlich gab es drei Schlachten. Da hinten, die sind auch saugefährlich hier, diese modernen Maschinengewehre. Das ist quasi jetzt mit die härteste Schlacht. Der tankt auch ganz gut, die Fallschirmjäger. Okay, ja, insofern, das ist alles gut ausgegangen und das ist die Armee, die jetzt noch überlebt hat. Und das heißt, wir können jetzt einfach wir können sogar rausgehen, weil dann es wäre nämlich Elis dran. Gehen wir raus. Zerstören die Armee direkt. Ja, perfekt. Okay, das ist hier schon mal gut ausgegangen. Hervorragend. Gehen wir weiter hierhin. Dortmund. Wir könnten Dortmund angreifen. Es wird ein Unentschieden prognostiziert. Ich ziehe mal hier hin. Da ist eine kleinere deutsche Armee, die ist keine große Gefahr. Ich werde schon mal angreifen, tatsächlich. Ich glaube, der Gegner wird hier nicht gut zurückschlagen können. Wir stehen auch im Wald, das ist auch gut. Wir werden jetzt Verluste haben. Aber in der nächsten Runde müsste dann Dortmund ebenfalls fallen. Die Milizen können zum Glück keinen großen Schaden anrichten. Können gut Schaden tanken. Okay, ja. Der nächste Angriff wird es sein. Das ist doch gut. So, wir haben noch ein... Oh, verdammt. Tatsächlich, Essen. Essen hat Probleme und hier rächt sich es vermutlich, dass ich gezögert habe. Dann müssen wir den Waldmarsch machen. Das ist mir zu riskant. Und das schwächt natürlich jetzt unsere Angriffschancen wiederum. 40% Sieg, 60% Unentschieden. Egal, wir versuchen es trotzdem. Zwei Panzer. Eieieiei. Die Panzer machen hart Schaden an der Linie. Okay, aber sie sind ausgeschaltet. Das ist ganz gut ausgegangen. Die könnten wir vielleicht mit einem geschickten Ausfall jetzt direkt vernichten.
Jawohl. Naja, die sind geflohen. Okay, aber damit haben wir die Lage hier im Osten erstmal stabilisiert. So, ja, dann gehen wir mal weiter durch. Das ist jetzt die Frage, wagen wir jetzt noch einen Angriff? Aber es ist nur noch ein Zerstörer da. Ich denke, das kann man riskieren. Ich glaube nicht, dass wir eine Einheit verlieren dadurch. Weil sich jetzt auch alles auf den einen fokussieren wird. Zum Glück. Und die Alten ja rechnen was aus. Ja, natürlich überlebt da noch eine Einheit, die konnte jetzt noch fliehen oder so. Aber okay, die Flotte ist erstmal beseitigt. So, euch können wir eigentlich nachziehen. Beziehungsweise mit, ja, aufklären ist so eine Sache, ne? Können ja auch leicht attackiert werden. Machen wir mal nicht. Ihr wartet einfach da hinten. Ah ja. Die Calgary-Truppen, die angeschlagen sind, aber Calgary ist noch mehr angeschlagen. Und damit haben wir diesen Ort erobert. Wir sehen aber auch hier jetzt, relativ, es sind früher Maschinengewehre, gut, dann geht es. Ja, das dürfte gegen die Armee noch hinhauen. Naja, das Problem ist, dass wir jetzt eine schwierige Frontlinie haben, ne? Also wenn wir jetzt hier hingehen, könnten die hier zurückerobern. Aber ich denke, wir wissen, dass hier eine Armee ist. Vielleicht sollten wir gerade deswegen dort hingehen. Dann das nächste Mal, wenn wir uns geheilt haben. Ja, hier immer noch der erbärmliche Versuch, mit den Japanern irgendwie noch Diplomatie zu betreiben. Schauen wir mal. So, der Händler bewegt sich nach Neukölln. Wird dort seine Arbeit aufnehmen. Ja, wir könnten mit denen natürlich auch plündern. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Machen wir das damit. Wir haben das Stromnetz in Zwickau. Das ist doch schön. Jetzt ist hier viel, viel möglich. Was ist für uns... Also, großartig wäre, wenn es noch irgendwas gäbe, was uns Forschung bringen würde. Ja, hier. Wissen. Das hat absolute Priorität. Sehr gut. Dann, was haben wir hier für eine Erinnerung gehabt? Das PVC Sanitärinstallationssystem. Okay, das gibt mehr Städte. Das ist natürlich stark. Das kann sehr stark sein. Kulturkraft ist jetzt auch schon bereit. Das würde ich direkt mal nutzen, um das gleich mal umzusetzen. Und zwar in Potsdam. Werden wir jetzt hier, glaube ich, das in einen normalen Außenposten machen. Und dann nutzen wir die Kulturkraft Außenposten absorbieren. Warte mal, kann keine andere Stadt unterstützen? Hä? Hatte ich das nicht so verstanden, dass wir jetzt eine Stadt mehr? Okay, kann es sein, dass es schon wieder ein Übersetzungsfehler ist? Oder habe ich falsch gelesen? Plus 1 maximale Anzahl der Städte, die deine Regionen unterstützen können. Es meint wahrscheinlich wieder nur Regionslevel, also Stadtlevel. Ne? Gucken wir mal. Level 3, nee. Ach so, vielleicht kann ich die Level, wie erhöht man die Level nochmal? Über Ingenieurskunst statt erweitern. Vermutlich ist das gemeint. Das ist natürlich frustrierend, weil dann bringt mir das jetzt gar nichts. Und diese Änderung war auch nicht nötig. Wir können das auch nicht mehr in der Burg wieder zurückändern.
Ah, kostet Ingenieurs-EP. Aber scheinbar bleiben die Waffenlager halten, dann ist die Burg uns eigentlich egal. Ah, dann ist das wirklich jetzt keine so tolle Sache. Weil dazu muss man Ingenieurskunst ausgeben. Und die Punkte brauchen wir woanders. Zum Beispiel, um Eisenerzsucher zu erzeugen. Oder um weitere Modernisierungen durchzuführen. Wartet, Ortschaften der Stufe 5 benötigen wir. Oh mein Gott, okay. Um das abzuschließen, heißt es ja, dass wir sowieso die Städte upgraden müssen. Und bisher geht doch nur Stufe 4. Das heißt, wir müssen noch eine Technologie nutzen, die das auf 5 bringt, oder? Und wir müssen halt diese Punkte nutzen. Na gut, ich meine, wir kriegen ja auch jede Runde hier 56. Das können wir jede Runde einmal machen. Aber, boah. Was ist da das Ziel? 2 Ortschaften der Stufe 5. Okay, gut, das ist jetzt auch nicht allzu viel. So, wir haben damit jetzt wieder eine bereite Kulturkraft. Also ich teste das nochmal, indem ich zum Stadtgründen mache, aber das führt tatsächlich hier zu nichts. Nehmen wir den Heureka mit? Oder arbeiten wir lieber mit nochmal Armee aufstellen? Gibt es irgendwo eine kritische Situation? Hier haben wir die Lage einigermaßen beruhigt. Hier könnte man ein bisschen was zur Verteidigung zurücklassen, falls da was käme. Gegen die Perser sind wir erfolgreich. Hier sind wir auch erfolgreich. Es ist nicht zwingend. Es ist nicht zwingend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wissenspunkte verloren gehen, weil eigentlich... Ich hoffe, die gehen nicht verloren. Aber sicher bin ich mir nicht. Warte ich eine Runde vielleicht damit? Naja, nee, wir haben so viel Plus an Kulturkraft, dass wir das auch nutzen können für eine Armee. Pass auf, dann stelle ich sie hier unten auf. Dann haben wir hier noch was Zusätzliches zur Verteidigung. Ja, die ziehen wir nachher zurück. Aber erstmal haben wir da einen Ort. Jetzt ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Einladung. Warte mal, wir nehmen sie gleich zurück. Ich wollte hier nicht den Gegner einladen, uns dort anzugreifen. Da wartet ihr bitte. So. Wir haben das Raumfahrtzentrum, das nächste. Das erhöht unsere Chancen dann weiter. Oder vielleicht war das auch der Beginn, genau. Das waren die ersten. Wir haben 131 Energie. Hier die Hochgeschwindigkeitsautobahn? Nee. Also wir haben vor allem 3 plus nur. Unruhe ist bei minus 10. Ist auch nicht so relevant. 2 Kulturpunkte sind mir auch nicht so wichtig. Das auch nicht. Das ist eigentlich auch nicht bedeutsam. Man könnte sich überlegen, ob man hier... Ah gut. Großkampfpanzer könnte man tatsächlich hier entwickeln. Ab der nächsten Runde. Wir könnten überlegen, ob wir nicht einfach eine Runde zumindest Traktat machen. Weil hier im Moment nichts Zwingendes da ist. Oder wartet, stopp. Der Regierungskomplex ist schon gut. Wegen der 4 Regierungs-EP. Da kriegen wir einfach zu wenig im Moment. 20 pro Runde ist zu lange, um diese großartigen kommunistischen Vorteile hier abzuschöpfen. Da muss mehr kommen. So, und dann haben wir hier das Raumfahrtzentrum in Neuerswerda. Hier haben wir 5 plus Energie. Für die Autobahn reicht es damit auch nicht. Dann stellt sich auch hier die Frage. Achso, wie sieht es hier aus? Unruhe. Minus 12. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier noch in Bedrängnis geraten in unseren Kernstädten. Ja, insofern würde ich sagen, werden wir auch hier
Oder werden wir hier tatsächlich dann mal auf Traktat gehen? Weil der Rest, den erachte ich nicht für sinnvoll. Gut, wir haben wieder ordentlich Punkte über. Da werde ich mir aber in der Pause bis zur nächsten Folge gut überlegen, wie wir die einsetzen. Gibt da einige Möglichkeiten, das ist ganz klar. Und in der nächsten Runde heißt das, dass wir dann auch schon möglicherweise den nächsten Schritt machen können. Auf jeden Fall waren die Kommunisten die ersten, die orbitale Raketentechnik hinbekommen haben. So wie in der Realität auch. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinballen.